Willkommen im zweiten Video. Wir machen heute die Anfangsschlinge, also den Anfangsknoten. Und da werde ich euch zwei Versionen zeigen. Es gibt ganz viele verschiedene Versionen. Das werdet ihr in Zukunft bestimmt öfter nochmal anders sehen. Da hat so jeder so seine eigene Technik entwickelt, glaube ich. Und ich zeige euch zwei Versionen, die man hier über die Kamera sehr gut zeigen kann. Erstmal Grundlegendes. Dadurch, dass ich das jetzt hier hingelegt zeige und nicht gleich in der Hand, habt ihr vielleicht mehr Chancen, das so ein bisschen zu erkennen. Ich habe jetzt hier meinen Restfaden, hier ist das Knäuel und ich lege mir hier einfach eine Schlaufe. Also das liegt einfach hier oben drauf. Und dann geht ihr mit eurer Häkelnadel unter diese Schlaufe auf der rechten Seite und holt euch diesen Faden einfach hier durch. So, also nochmal, ihr legt das einfach hier rum, geht hier drunter und holt euch das hier durch. Dasselbe mache ich auch in der Hand. Und zwar mache ich das dann nicht einfach am Liegen, sondern ich halte einfach meine Hand als gedachte Schlaufe. Und dann wollt ihr dasselbe machen wie vorhin auch. Und zwar diesen Faden haben wir uns ja vorhin mit der Schlaufe so geholt. Aber ich mache das einfach so mit den Fingern, dass ich den einfach da drunter lege. Und dann müsst ihr euch einfach diese Schlaufe schnappen und an den anderen beiden Fäden ziehen. Und dann habt ihr auch eure Schlaufe, eure Anfangsschlinge gemacht. Nochmal, ich lege das hier drumherum, komme hier hoch und lege das einfach hier drunter, schnappt mir das, dann zieht ihr. Und dann gibt es noch eine Version, die ist auch gut für Anfänger. Ihr nehmt den Faden und legt das hier so einfach auf eure Hand, spreizt den Finger aus und wickelt den um den Zeigefinger. Dann haltet ihr hier unten fest. Und wir nehmen die hintere Schlaufe über die erste, die hintere Schlaufe unter euren Finger. Und dann zieht ihr dran und ihr habt auch eine Schlaufe. So kann man das zum Beispiel auch machen. Also sehr einfach und ich denke, das kriegt man gut hin. Und weiter geht's mit Luftmaschen im nächsten Video.